Triple Screen, VR, Ultrawide oder doch ein großer Fernseher? Jeder Simracer kommt irgendwann an den Punkt, wo ein neuer Monitor her soll. Sich da aber dann richtig zu entscheiden, ist gar nicht so einfach. Wir schauen heute zusammen auf Ultrawide-Monitore, wie gut diese für Simracing geeignet sind und auf was ihr beim Kauf unbedingt achten müsst. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich persönlich nutze jetzt seit knapp einem Jahr einen Ultrawide für Simracing und ich möchte euch heute einfach mal mitnehmen und euch zeigen, welche Vorteile so ein Monitor hat, wie gut die tatsächlich für Simracing geeignet sind und natürlich auch, welche Nachteile die mit sich bringen. Aber bevor wir starten, kleiner Hinweis, dieses Video ist tatsächlich sponsored. Die Kollegen von BenQ sind nämlich auf mich zugegangen und haben mich gefragt, ob ich nicht den BenQ Mobius EX3410R für euch testen möchte. Ein richtig geiler Monitor, der für das Thema heute einfach perfekt passt. Weshalb der heute immer die Referenz sein wird, auf was ihr beim Monitorkauf achten müsst. Denn das Teil hat quasi jedes Feature, das man sich bei einem Ultrawide nur wünschen kann. Aber starten wir erstmal rein mit den Pros und Cons für einen Ultrawide für Simracing. Und klar, der ganz große Vorteil ist natürlich das verbesserte Sichtfeld. Während normale Monitore in der Regel ein Seitenverhältnis von 16:9 haben, bekommt man hier mit einem Ultrawide satte 21:9 geboten. Das bedeutet, man hat links und rechts nochmal etwas mehr Fläche, was gerade beim Simracing einfach super wichtig ist. Im Eifer des Gefechts kann man dann so andere Wagen noch mit dem Augenwinkel eben erkennen und daher viel umsichtiger und vor allem sauberer im Zweikampf fahren. Im Direktvergleich zum Sichtfeld eines 16:9 Monitors ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man erkennt einfach deutlich mehr und wird durch die Größe des Sichtfelds auch mehr ins Spielgeschehen hereingesaugt. Sprich, die Immersion ist ebenfalls deutlich verbessert. Da hilft natürlich auch ein bisschen Curving, also zum Beispiel der BenQ EX3410R kommt hier mit einer Krümmung von 1000R sehr, sehr nah dran an das, was das menschliche Auge in dieser Welt eigentlich wahrnimmt. Ist also ein Curved Monitor ein Muss? Nee, würde ich nicht sagen. Aber wenn ihr den Monitor, so wie ich zum Beispiel hier in das Rig montieren wollt und ihr sitzt wirklich immer direkt davor, dann ist das am Ende wirklich schon ein sehr, sehr geiles Gaming-Erlebnis. Aber wie ist jetzt eigentlich der Vergleich zu einer VR-Brille oder Triple Screens, wenn es ums Sichtfeld geht? Sind die nicht viel besser? Ganz klar, gegen beide diese Technologien zieht der Ultrawide den kürzeren. In VR könnt ihr euch frei umblicken und den Kopf zur Seite drehen, um andere Fahrzeuge zu sehen. Das ist einfach unschlagbar gut. Und bei Triples ist es sogar sehr, sehr ähnlich. Da schaut man auch einfach zur Seite und kann so die Gegner besser im Auge behalten als mit einem Ultrawide. Aber da muss man auch vorsichtig sein, denn der Ultrawide hat gegenüber VR und Triple Screens natürlich ganz andere Vorteile. Sowohl die Triple Screens als auch VR brauchen nämlich viel mehr Rechenleistung von eurem PC. Wenn ihr nicht mit dem neuesten Gear wie einer topaktuellen Grafikkarte um die Ecke kommt, werdet ihr auf einige grafische Elemente verzichten müssen, um das Spiel dann auch überhaupt flüssig zum Laufen zu kriegen. Gerade VR ist hier ein richtiger Killer. Games wie ACC, die laufen sogar auf Top-End-Systemen nur so mäßig, weil die Optimierung einfach noch nicht so gut ist. Dazu taucht man in VR nicht so 100% ins Game ein, wie man sich das immer vorstellt. Man muss ja die Brille auf der Nase tragen, damit sich rumschlagen. Das fühlt man ja beim Fahren. Und ich finde, es ist immer so ein bisschen wie ein Taucher, der die Taucherbrille auf hat und man schaut dann quasi durch die Taucherbrille in die Spielwelt hinein. Schon geil, aber natürlich was anderes wie ein normaler Monitor. Also, wenn ihr auf gute Grafik steht, empfehle ich absolut den Griff zum Ultrawide. Hier sieht definitiv alles knackig aus und durch das erhöhte Sichtfeld hat man auch Vorteile beim Racing. Und vom Kabelsalat sprechen wir da ja noch gar nicht. Die VR-Brille hat zwei Anschlüsse, die direkt vom Kopf in den PC müssen und Triple Screens brauchen gleich drei Anschlüsse plus dann noch das Netzteil. Da ist der klassische Monitor, was ein Ultrawide eben ist, doch deutlich entspannter mit nur einem DisplayPort-Kabel und dem Standard-Netzteil. Bevor wir gleich über die technischen Details sprechen und auf was ihr unbedingt achten müsst beim Kauf von einem Ultrawide für Simracing, hier noch die Nachteile, die der Ultrawide mit sich bringt. Denn leider ist nicht jedes Game und jede Anwendung an einen Ultrawide-Monitor angepasst. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass man ein Game startet und dieses dann trotz Ultrawide nur in 16:9 spielbar ist.
oder dass die Menüs in 16:9 sind und erst im Game dann auf 21:9 umgeschalten wird. Ist ein bisschen lästig, alles kein Beinbruch, aber schon lästig, gerade bei AAA-Games, die man gerne in voller Breite gespielt hätte. Im Simracing ist das glücklicherweise überhaupt kein Problem. Eigentlich alle gängigen Sims da draußen unterstützen Ultrawide-Monitore, weil es eben eine Technologie ist, die im Simracing sehr weit verbreitet ist. Aber behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Also, kommen wir zu den technischen Details, auf was muss ich achten? Und warum kann ich den Mobius-Monitor nur absolut empfehlen? Als allererstes solltet ihr euch Gedanken über die richtige Auflösung machen. In der Regel habt ihr da die Wahl zwischen Full HD und WQHD-Monitoren, also entweder 1080p oder 1440p. Meine Empfehlung ist da ganz klar 1440p, weil es einfach deutlich sauberer und klarer ein Bild liefert. Bei Ultrawide-Monitoren handelt es sich ja fast immer um richtig dicke Dinger, die sind wirklich groß. Der EX3410R zum Beispiel ist ein 34 Zoll Display und würde das als 1080p Monitor ausgeliefert werden, da könnte man individuell die Pixel zählen. Klar, ein 1440p Display hat seinen Preis und auch was die Rechenanforderungen an euren PC angeht, da müsst ihr gewappnet sein. Informiert euch am besten, ob eure Grafikkarte 1440p überhaupt bespielen kann und bedenkt, dass ihr durch die Ultraweitauflösung noch etwas mehr Power braucht als bei einem herkömmlichen 16:9. Als nächstes solltet ihr auf die Bildwiederholungsrate, auf FreeSync und auf eine schnelle Reaktionszeit achten. Was heißt das genau? Schaut, dass euer Monitor sowie der BenQ EX3410R 144 Hz unterstützt, dass alle Bewegungen auf dem Bildschirm flüssig und schlierenfrei dargestellt werden können. Wenn eure Grafikkarte nämlich 200 FPS rausböllert, euer Monitor aber nur 60 Hz davon darstellen kann, dann lasst ihr ganz schön viele Frames liegen und habt natürlich dann auch keinerlei Vorteil. Denn gerade beim Simracing ist eine hohe Bildwiederholungsrate des Monitors extrem wichtig. Da geht es um hohe Geschwindigkeiten, jede Millisekunde, beim Anbremsen, beim Einlenken, auch im Zweikampf. Das ist super wichtig, dass das Bild ja schnell refreshed wird. Mehr Bilder pro Sekunde heißt mehr Informationen für euch und mehr Informationen für euch heißt, ihr könnt besser auf Situationen auf der Strecke reagieren und vor allem schneller reagieren. Und ein Feature, das dabei dann enorm wichtig ist und natürlich auch im EX3410R verbaut ist, FreeSync Premium. Das hilft dann dabei, dass das Bild flüssig bleibt, wenn die FPS, die euer PC berechnet, stark variieren. Wenn ihr zum Beispiel Assetto Corsa mit Mods zockt, kann es dann schon mal sein, dass bei vielen Effekten sowie Wetter, Nacht und dann noch einigen Autos auf der Strecke eure FPS dann auch mal springen, vielleicht zwischen 80 und 50. Und FreeSync hilft euch dann dort, dass es eben nicht unkontrolliert anfängt zu ruckeln und sich keine Schlieren auf dem Bildschirm bilden, da dynamisch die Herzzahl des Monitors zu den FPS angepasst werden. Also auch ein sehr, sehr wichtiges Feature. Und zu guter Letzt, schaut, dass ihr euch einen Monitor holt mit niedriger Reaktionszeit. Weil wenn der Monitor schnell auf die Informationen vom PC reagieren kann, dann kommen die natürlich auch schneller bei euch an und ihr könnt schneller darauf reagieren. Der EX3410R kommt mit einer Millisekunde MPRT, was für ein VA-Panel mit seinen satten Farben wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Der BenQ-Monitor hat auch noch einige andere Spielereien, was ihn zu einem wirklich guten Begleiter für Simracing macht, wie ein eingebautes Soundsystem von Trevolo, das sich wirklich hören lassen kann. HDR10i ist damit drin und es gibt sogar so ein Simracing Farbpreset, das dann eben die richtigen Farben anspricht für Racing. Ich mochte vor allem, dass eine Fernbedienung dabei ist. Ich finde es einfach so nervig, wenn man da an diesem kleinen Knüppel da irgendwas rumdrücken muss. Ey, das geht mir so auf die Nerven. Deswegen Fernbedienung, gute Idee von BenQ. Und klar, in der Videobeschreibung gibt es einen Link für euch, falls ihr am BenQ Mobius EX3410R interessiert seid, ist wirklich ein schniekes Teil, wenn er auch mit 799 Euro UVP sicher nicht zu den günstigen Vertretern in dieser Kategorie zählt. Aber jetzt will ich von euch wissen, was nutzt ihr aktuell? Triple Screen, VR, Ultrawide, Single Monitor? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, was ihr am besten findet oder auf was ihr gerne aufrüsten möchtet. Ansonsten nochmal vielen lieben Dank an BenQ fürs Bereitstellen des Monitors. Danke an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao!